Hallo, ich bin der Lumonatic und das ist die Polaroid 1000 Sofortbildkamera mit dem Polartronic 1 Blitzgerät. Habe ich so auf dem Flohmarkt ergattert. Ich fand sie total ansprechend. Tolles Design, super schöner Regenbogenstreifen da drauf und sehr spaciger Schriftzug, sehr mondmäßig. Ja, diese Kamera ist von 1977, wurde als preiswertes Pendant zur teuren Spiegelreflexkamera SX70 halt gebaut. Wenn ich jetzt hier mal das Gerät öffne, dann ist hier ein SX70 Film, da steht es nochmal SX70, zu laden. Diese Kamera ist eben das preiswerte Pendant, heißt, sie ist zu 90% aus Plastik, sehr einfach gehalten, eine Instant-Sofort-Bildkamera, also in Amerika wurde sie One-Step genannt, ein Schritt, um ein Foto zu haben, um ein Foto in der Hand zu halten. Fertig. So, hier einmal der rote Auslöser, dann hat die Kamera hier vorne ein Belichtungsmesser, auch Magic Eye genannt. Dieser Belichtungsmesser hat ein kleines Drehrädchen, an diesem Drehrädchen kann ich plus minus drei Kamerablenden das Bild dunkler oder heller stellen. Das heißt, eine Öffnungszeit der Blende von einer Sekunde bis minimal eine 150. Sekunde. Hier haben wir einmal den Sucher. Durch den Sucher kann man durchsehen und alles, was ich durch den Sucher sehe, ist dann im Grunde auf dem Foto auch zu sehen später. Ja, dann hat diese Kamera ein Zählwerk. Das heißt, wenn ich den Film einlege, hier ist ein ganz kleines Löchlein mit einer Zahl. Wenn ich einen Film einlege, dann zählt die Kamera von 10 auf 0 runter. Das heißt, früher hatten die Filme 10 Bilder, heute nur noch 8. Das heißt, sie zählt nur noch bis 2 Bilder runter. Dann ist der Film leer. Und dann gibt es hier eine tolle Kordel zum Umhängen. Ja, jetzt zeige ich euch mit Hilfe meiner kleinen Monkey Cam. Das ist ein Polaroid Cube Plus Würfel. Mal die anderen Varianten der Kamera. Und Monkey Cam halt mit dem Affenaufsteller. So, Monkey Cam. Hier hätten wir einmal den wunderbaren Karton der Polaroid 1000. In wunderbarem Gold mit dem Regenbogensymbol unten in der Ecke und dem spacigen Schriftzug 1000. Passend dazu, das muss ich jetzt auch erstmal zeigen, in einem Karton waren damals eine Anleitung, die Kamera, Werbung und Warnhinweise. Im Grunde genau wie heute. So, jetzt geht es weiter mit der Kamera, die in diesem Karton war. Und zwar die 1000 mit dem grünen Auslöser. Dann gab es nochmal die Kamera mit einem roten Auslöser. Dann dasselbe nochmal mit dem roten Auslöser, allerdings mit dem Schriftzug Deluxe One Step, weil es die amerikanische Variante war für den amerikanischen Markt. Dann haben wir hier die 1000S, das heißt, diese Kamera war schwarz und hat kein Regenbogensymbol und auch der hierzu passende Polartronic 1 Blitz hat eben auch kein Regenbogensymbol. Hier eine etwas seltenere Variante der Kamera, das ist die Revue 1001 und zwar hat die einen blauen Knopf und wurde für den deutschen Versandhandel von Fotoquelle hergestellt und deshalb ist sie auch relativ selten einfach für den deutschen Markt produziert. Hier haben wir einmal die 1000 SE Special Edition. Speziell hieran ist eigentlich nur die Farbe, ich nenne es mal liebevoll Champagnerfarben. Dann haben wir die Supercolor 1000. Diese Kamera ist auch nicht verändert worden. Das einzige, was verändert wurde zu dem Zeitpunkt, als die Kamera rauskam, ist der Film. Der SX70 Film wurde nochmal verbessert in der Farbbrillanz, in der Schärfe und die Entwicklungszeit wurde noch etwas verkürzt. Und zuletzt
haben wir hier nochmal die Instant 1000 Deluxe in luxuriösem Schwarz. Das war's erstmal. Ich werde jetzt erstmal eine Kamera laden mit einem SX70 Film und dann machen wir draußen eine Aufnahme, die wahrscheinlich etwas schwierig ist für diese Art von Kameras. Hier kann man nochmal nachlesen, welcher Film geladen werden soll. Als nächstes haben wir hier einen Schwarz-Weiß-Film und einen Farbfilm von Polaroid Originals. Ich öffne jetzt den Farbfilm. Der lässt sich jetzt ein bisschen schwer öffnen. Ich öffne ihn einfach mal unten. Eine eingebaute 6-Volt Batterie. Hier sind die Pole zu erkennen. Das bedeutet, sie kommen natürlich in den Batteriemüll und nicht in den Hausmüll. Da aber halt nochmal den Zeitlupe. Und zwar, hier ist was Besonderes zu sehen, die sogenannte Frog Tongue, Froschzunge. Sie schützt das frische Bild vor UV-Strahlen. Als erstes kommt das Deckblatt raus, das können wir zur Seite nehmen, das schützt den Film vor Belichtung. Jetzt lasse ich die Kamera nochmal eine Ehrenrunde drehen und gehe nochmal auf die wichtigsten Elemente ein. Einmal der Auslöser, hier das Magic Eye, der Belichtungsmesser. Hier haben wir den Sucher, durch den man durchsehen kann. Hier ist sehr schlecht zu sehen das Zählwerk. Und hier die Verriegelung für den Filmschacht. Wenn ich die nach vorne schiebe, dann klappt der Filmschacht auf und ich kann den Film eben wechseln. Die Optik der Kamera mit Fixfokus hat eine Objektivgröße von 103 mm. Obendrauf ist ein Anschluss für eine spezielle Blitzschiene für 5 Blitzbähnchen in Doppelreihe, die sogenannte Flashbar, oder eben das Polartronic 1 Blitzgerät, wie in diesem Fall, welches über eigene Batterien geladen wird. So, jetzt bin ich im Garten, habe da mal was vorbereitet. Und zwar, die Polaroid hat ja keinen Stativfuß. Deswegen habe ich sowas hier darunter gebastelt. Das sieht dann so aus. Das ist eine kleine Kerbe. Und dann schiebe ich das Teil da drunter. Und schon hat sie einen Stativfuß. Und ich kann die Kamera auf einem Stativ befestigen. So, dann machen wir gleich mal eine Aufnahme. Es dauert jetzt 10 bis 15 Minuten, bis das Bild entwickelt ist. Innerhalb dieser Zeit sollte direkt der Lichteinfall verhindert bzw. sollte es dunkel gelagert werden. Am besten man dreht einfach das Bild um und legt es auf eine glatte, ebene Fläche. Da es sich um einen sogenannten Integralbildfilm handelt, in dem alle Elemente zur Bildentwicklung integriert sind, das sagt ja auch der Name schon irgendwie, gibt es auch keine feuchte Chemie wie bei einem Trennbildfilm zum Beispiel, so dass man das Foto auch nicht schütteln braucht, um es zu trocknen. Hier ist das Ergebnis nach 15 Minuten. Trotz nicht allzu optimaler Bedingungen, wie zum Beispiel sehr viel Helligkeit von vorne oder die einfache Plastiklinse dieser Spacing-Kamera, ist das Bild ganz ordentlich geworden, wie ich finde. Es hat einen ganz eigenen Charme. Ich fühle mich direkt in die 70er, 80er Jahre zurückgebeamt. So, das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, klick doch einfach die Monkey Cam an und abonniere meinen Kanal oder mein nächstes Video zum Thema Sofortbildfotografie. Viel Spaß!